So, Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ja, Leute, es ist endlich ein Statement da von den hässlichen, aber wirklich hässlichen, wirklich außer hässlichen Flakes, der Kinder missbraucht. Er hat ein Statement hochgeladen, das schauen wir uns an und dann halt auch meine Meinung darüber, was ich darüber denke. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ja, Leute, viele von euch haben... Vielleicht ist es wieder so für euch leise, das machen wir ganz laut. ...haben auf dieses Video gewartet. Ich bin euch eine Erklärung schuldig. Für alle, die nicht wissen, um was es in diesem Video geht, der YouTuber Tim Jacken hat ein Video über mich hochgeladen mit dem Titel Fortnite-YouTuber missbraucht Kinder für seine... Das stimmt. Da habe ich, glaube ich, auch sogar reagiert. Habe ich auch darauf reagiert. Videos. Und Leute, bevor das eigentliche Video beginnt, wollte ich nur noch mal kurz gesagt haben, dass das mein erstes Reaction-Video in dieser Art ist und ihr bitte nicht zu streng mit mir sein sollt. Doch, wir sind streng mit dir, weil du missbrauchst Kinder. Ich bin auch etwas ernster in diesem Video, weil mich der Titel halt echt getroffen hat. Aber jetzt, let's go mit dem Video. Jetzt eine Frage an dich, Tim Jacken. Wieso muss man so ein hässliches und mieses Wort in den Titel verwenden und mich so in den Dreck ziehen, obwohl es um Fortnite-Videos geht? Denn Leute, die dich nicht kennen, die mich nicht kennen, schauen sich diesen Titel an, schauen sich das Thumbnail an mit dem Zensurbalken auf meinen Augen und denken, ich wäre der größte Verbrecher. Stopp, so meinte er das nicht. Hättest du das Video damals, wo er das so gelernt hat, komplett angeschaut, dann, ich gebe dem Tim Jacken trotzdem recht, Leute. Weil, ich kann dazu nichts sagen, außer weil. Ich will nicht sagen, dass ich unschuldig bin, aber mit dem Wort missbraucht bringt man so einiges in Verbindung. Außer vielleicht, dass ich gestellte Fortnite-Videos mit Kindern aufnehme. Und du selbst benutzt dieses Wort missbraucht nicht mal ein einziges Mal in deinem Video. Das ist es ja auch egal. Weil das ist die Tatsache, dass du missbrauchst. Verstehst du? Du... Stattdessen benutzt du Wörter wie diese hier. Der teils Kleinkinder dafür benutzt, wird von diesem YouTuber ausgenutzt, Kinder unter 10 Jahren mit hineinzieht, von Flakes ausgenutzt wurde. Nicht nur ich bin dieser Meinung, sogar deine eigene Community hat dir in die Kommentare geschrieben. Ja, vielleicht doch missbraucht, das war ein bisschen vielleicht... geschrieben, wie krass missverständlich dieses Wort ist und wie übertrieben der Titel ist und dass man aufpassen sollte, was für Wörter man benutzt. Zudem haben YouTuber auf dein Video reagiert und als sie den Titel gesehen haben, waren die Reaktionen so. Oha, was ist das für ein Titel, Bro? Fortnite-YouTuber missbraucht Kinder für seine Videos. Ach, Stani, der gute alte Stani-Bunny. Bro, also das ist der Titel, den... Also unabhängig, was da jetzt drin passiert. Ich muss da jetzt, also wir gucken da jetzt erstmal rein, aber den Titel finde ich krank, Bro. Fortnite-YouTuber missbraucht Kinder für seine Videos. Oh. Krasser Titel, ne? Da hat er sich echt stark ausgedrückt, missbraucht. Leute, das ist Werbung, wir sehen uns gleich. Gespannt, worüber es geht. Ich selber muss zugeben, dass ich ab und zu clickbaite und krasse Titel benutze, um so viele Klicks wie möglich zu generieren. Weil du Clickbait machst, du bist so ein Clickbaiter, du machst Fake-Videos. Ich will nicht nochmal von vorne anfangen, was der Tim Jacken damals gesagt hat. Aber bei so einem Begriff, da hört der Spaß wirklich auf. Das stimmt, missbraucht ist echt schon ein hartes Wort. Und das fand ich echt unkorrekt von dir. Es gehen auch so viele TikToks gerade rum, die über Millionen Views... Part 2 von Flakes missbraucht Kinder für seine Videos. Flakes missbraucht... Views insgesamt generiert haben. Und ja, auch in diesen Videos wird dein Begriff benutzt, den du in deinen Titel gewählt hast. Ist ja logisch. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich durch dein Video jetzt richtig viel Hate bekommen habe, aber mein Problem ist es halt, dass die Kommentare nur mit diesem Begriff vollgespammt werden. Und wenn jemand Neues auf meinen Kanal geht, dein Video nicht gesehen hat und gar nicht weiß, um was es geht, sieht halt diese Leute, ich will halt gerade einen Thumbnail machen, deswegen... Kommentare und drückt mir halt direkt so einen Stempel auf.
Das ist halt einfach mein Problem. Aber zum Glück gibt es ja von YouTube eine Filterfunktion und dank dieser Filterfunktion habe ich jetzt so eingestellt, dass Kommentare mit diesem Begriff automatisch ausgeblendet werden. In Zukunft wäre ich dir wirklich dankbar, wenn du dir über deine Titel ein bisschen mehr Gedanken machst. Aber jetzt genug über den Titel, schauen wir uns das Video mal an. Flake sieht, wenn man den Kanal beobachtet, halt aus wie, ja, ich sag mal, so ein Standard-Fortnite-YouTuber. Und ich hatte den Kanal auch Real Talk 0 auf dem Schirm und ich hätte auch kein Video über den gemacht, wenn sich nicht eine besorgte Mutter bei mir gemeldet hat, die meinte, ey, mein Sohn wird von diesem YouTuber ausgenutzt und wegen ihm wird mein Sohn jetzt im Internet runtergemacht. Okay, krass. Eine besorgte Mutter hat sich also bei dir gemeldet und ich habe mit dem Sohn ein Video aufgenommen. Er wurde dann im Internet beleidigt und runtergemacht. Kann ich voll und ganz verstehen, dass sich da eine Mutter Sorgen macht und möchte, dass das Video runtergenommen wird. Was genau in dem Video passiert ist, was ich mit dem Jungen aufgenommen habe, werdet ihr gleich noch sehen. Darüber werde ich auch noch reden. Was ich aber nicht ganz verstehen kann, ist, wieso sich diese Mutter bei dir gemeldet hat. Du hast nichts damit zu tun, nichts mit mir zu tun, nichts mit dem Jungen wahrscheinlich, nichts mit dem Video. Aber die Mutter meldet sich bei einem Dritten, also bei dir, bei Tim Jacken, und beschwert sich, dass ich ein Video mit dem Jungen aufgenommen habe, der beleidigt wurde und ich das Video runternehmen soll. Da stelle ich mir die Frage, wieso wurde ich nicht kontaktiert? In der Videobeschreibung von diesem Video selbst gibt es genug Kontaktmöglichkeiten wie Instagram und sogar eine E-Mail, wo man hätte mich kontaktieren können. Stimmt das? Aber nein, ich habe sogar nochmal zur Sicherheit vom 22.10., wo das Video online gekommen ist, meine kompletten Nachrichten durchgeschaut, meine E-Mails durchgeschaut, aber ich habe keine Nachricht von einer besorgten Mutter bekommen. Ja, weißt du wieso? Weil die wollte dir nicht schreiben. Weil die weiß, dass du Fake-Videos machst. Und ja, mehr brauchst du dazu nicht sagen. Missbrauch Kinder, er benutzt Kinder für seine Videos, ja. So hätte man es ja auch sagen können. Bekommen, dass ich das Video runternehmen soll. Hätte ich eine Nachricht gesehen, hätte ich das ja sofort gemacht. Denn ich musste über dein Video erfahren, dass jemand unzufrieden ist und Probleme mit dem Video hat und ich das Video runternehmen soll. Was ich ja auch dann sofort gemacht habe, als ich dein Video gesehen habe. Ich finde es einfach nur schade, dass ich von jemand anderem erfahren muss, dass ich das Video runternehmen soll. Weil dir keiner vertraut. Punkt. Hätte die dich angeschrieben, dann hättest du gesagt, ja, bla bla und das war's. Und dass es dem Jungen dabei nicht gut geht. Und jetzt kommen wir zum, wie du sagst, lustigen Teil des Videos. Weil Flakes hat sehr oft sehr lustige und weirde Sachen in seinem Tag stehen. Natürlich der Klassiker, YouTuber in den Tag schreiben, ohne dass diese YouTuber überhaupt im Video vorkommen. Sowas wie Standard-Skill, Spontana Black, Monte Fortnite Stream Sniper, Trimax, Z-Max Fortnite, sowas eben. Aber eben auch damn weirde Sachen wie Junge verliebt sich in Mädchen, Liebe wegen Geld, Mädchen klären in Fortnite, Fortnite-Mädchen, Fortnite-Liebe und süßes Mädchen. Wir sehen, wie er hier probiert halt Klicks zu machen, ne? Du machst dich darüber lustig, dass ich derm weirde Tags verwende, aber selbst machst du es nicht besser? Ich bin mal interessehalber auf deinen Kanal gegangen und habe auf das neueste Video geklickt, bin in die Tags gegangen und sehe den Tag Rezo. Rezo ist ein YouTuber, der relativ groß ist, du hast wahrscheinlich was mit dem zu tun, aber egal, das spielt ja nicht zur Sache. Ich musste mir leider das komplette Video anschauen, um zu gucken, ob Rezo in deinem Video vorkommt. Okay, tut mir leid, Rezo ist im Intro vorhanden und deswegen kommt er ja im Video vor. Das heißt, ich kann mir jetzt 50 andere YouTuber suchen, die gerade im Hype sind, mach mir daraus ein Intro und kann diese dann komplett in den Tags verwenden, oder was? Okay, tut mir leid, er kam im Intro vor. Du verstehst nicht, du benutzt einfach diese Wörter, weil es YouTuber sind, als so, als wären das Ganze mal... Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Er benutzt einfach die YouTuber als Wort, Standard-Skill und die kommen einfach dann bei ihm vor, egal ob bei Intro oder so. Hey. Dann habe ich mir aber ein zweites Video angeschaut, leider wieder komplett, um zu gucken, ob dein YouTuber vorkommt. Leider komplett? Warum? Leider. Flex. Was du dir hier erlaubst. Kommt der Rezo heißt. Nein, diesmal auch kein Intro. Und dann machst du dich darüber lustig, dass ich den Tag süßes Mädchen verwende. Und was sehen wir hier? Du benutzt süßes Mädchen, weil in deinem Video halt auch ein Mädchen bzw. eine Frau zu sehen ist. Du machst es selber, du kritisierst mich dafür, benutzt aber... Ich will nicht sagen, dass ich dem Recht gebe, dem Flakes, aber... Machen wir einfach weiter. Auch solche Tags? Bei mir ist es der... Weird, bei dir aber nicht, finde ich etwas komisch, Bro. Denn seine Videos sind einfach geschauspielerte Scheiße, indem er so gut wie in jedem Video Minderjährige und auch sehr oft Kinder unter 10 Jahren mit hineinzieht. Zwar schreibt er in seiner Videobeschreibung, dass die Videos auf fiktiven Handlungen basieren, aber for real, erstens, wer liest sich die ganze Videobeschreibung durch? Und zweitens sind seine ZuschauerInnen sehr oft noch sehr, sehr jung. Und damit auch welche Gefahr, warum seine ZuschauerInnen
Weil man sagt ja, weil sonst denkt man, wenn man Schüler sagt oder finde ich die Schülerinnen, also die Mädchen halt benachteiligt. Deswegen sagt man SchülerInnen und ZuschauerInnen. Da ist automatisch der männliche und die weibliche Form mit eingebunden. Okay, du findest also, meine Videos sind geschauspielerte Scheiße. Kann ich voll und ganz verstehen, ist deine Meinung? Denn meine Videos sind ja auch nicht an Leute in unserem Alter gerichtet, sondern an eine jüngere Zielgruppe, die diese Videos unterhaltsam und interessant finden. Die Aufrufe von einigen meiner Videos sprechen ja für sich selbst. Sehr, sehr oft wird auch das Wort Fake benutzt und ich finde einfach schade, dass dieses böse Wort immer benutzt wird, denn mein... Böse? Fake? Kann wieder sagen, es kann mal wieder was sagen zu einem, den ich hasse, und zwar, nee, sagt nichts. Ich will dazu nur sagen, Fake ist ja kein, doch eigentlich schon, aber das machst du ja auch, rein theoretisch machst du das ja auch, Flakes. Meine Videos sind Unterhaltungsvideos, Rollenspiele. Nicht alle Videos, einige Videos. Jetzt könnte man als Gegenargument nennen, okay, ein Rollenspiel ist ein Rollenspiel. Man weiß, dass es ein Rollenspiel ist. Aber ich verpacke meine Videos so, dass sie echt rüberkommen. Und genau das ist ja mein Ziel. Die Videos sollen echt rüberkommen und so unterhaltsam wie möglich sein. Ein Beispiel dazu ist die Fernsehserie Berlin Tag und Nacht. Die sollten einige von euch kennen. Die Folgen sind wirklich unterhaltsam, habe ich früher auch gerne geschaut, weil man sich einfach mit den Rollen in der Serie identifizieren kann. Berlin Tag und Nacht hat auch einen YouTube-Kanal, wo sie Videoausschnitte von den Folgen in der TV-Show hochladen. Wartet mal. Was hat jetzt Berlin Tag und Nacht mit dem Statement zu tun, was sie Merken gemacht hat? Das verstehe ich gerade nicht. Klar, vielleicht als Beispiel, aber trotzdem. Und da wird auch alles echt dargestellt. Die Leute denken sogar manchmal, dass das Ganze echt ist. Denn dort wird auch nirgends vermerkt, dass das Ganze fiktiv ist oder zur Unterhaltung dienen soll. Ich habe es ja sogar in die Beschreibung geschrieben, aber das reicht ja auch nicht. Ich muss es ja am Anfang vom Video sagen und somit komplett alles kaputt machen, dass sich keiner das Video anschaut. Und genau so ist es auch bei Berlin Tag und Nacht. Würden die am Anfang vom YouTube-Video sagen, dass das Ganze nur zu Unterhaltung... Berlin Tag und Nacht ist ja auch was anderes wie deine Scheiß... Wie deine Scheiße, die du machst. Jetzt mal ehrlich. Du machst Scheiße ohne Ende. Du benutzt Kleinkinder, egal ob das für Kleinkinder gedacht ist, dein Kanal oder nicht. Dann solltest du aber auch die Kommentare deaktivieren, wenn das YouTube für Kinder geeignet ist. Weil, wenn du sowas machst für eine jüngere Zielgruppe, dann ist es doch dann eigentlich YouTube für Kinder. Und bei YouTube für Kinder ist es so, dass die Kommentare für Schutz für die Kinder deaktiviert sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil, wenn er sagen soll, wenn er zum Beispiel YouTube für Kinder das so macht, dann sind ja eigentlich die Kommentare dazu wird für Schutz für die Kinder. Und das macht, hat er ja auch im Video gesagt, er macht das für eine jüngere Zielgruppe. Dann scheint es doch so, dass es YouTube für Kinder ist, also die Kommentare deaktiviert sind. Das wäre ein Tipp für dich. Das wäre ein Tipp von mir an dich, Flakes. Schreibt einfach die Kommentare raus, stellt einfach so ein, dass dein YouTube-Kanal extra nur für Kinder ist und dann, ja. Unterhaltung dient und frei erfunden ist, würde sich keiner wahrscheinlich diese Folge anschauen und deswegen machen die ja gerade so viele Klicks über mehrere Jahre. Mein Ziel ist es, meine Community zum Lachen zu bringen und zu unterhalten. Mal abgesehen davon, was mit diesem Jungen passiert ist, mit der besorgten Mutter, denn dazu kommen wir jetzt. Denn wie eben erwähnt, hat mich die Mutter von dem 9-jährigen Sohn angeschrieben und nein, ich habe vor 10 Jahren kein Techtelmechtel gehabt. Es geht darum, dass dieser Junge in einem Video von Flakes ausgenutzt wurde und auch gar nicht wusste, wie ihm da im Video alles geschieht und das Ganze auch alles gar nicht so wirklich wollte. Bevor ich euch jetzt erkläre, was in dem Video genau passiert ist, möchte ich mich bei der Mutter und bei dem Jungen wirklich von ganzem Herzen entschuldigen. Es war nicht meine Absicht, dass du im Nachhinein in den Kommentaren beleidigt wirst und dich dabei schlecht fühlst. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Und in Zukunft werde ich dieses Videoformat auch nicht mehr auf meinem Kanal bringen. Dieses Mobbing-Format gibt es auf meinem Kanal nicht mehr. Die alten Videos sind natürlich noch online, weil da sich keiner beschwert hat und keiner damit ein Problem hatte. Das hast du jetzt. C-Max hat dazu auch, also das heißt mal, als Beispiel C-Max, hat auch das mal gesagt, er hört auch mit Fake-Videos und dann, was macht er? Er fängt dann wieder an, wo, also vor dem Corona-Video, was er gemacht hat, hat auch schon mal ein Statement hochgeladen und da hat er gesagt, er hört auch mit Fake-Videos und was hat er gemacht? Ein paar Tage später oder eine Woche später, er hat da das Corona-Video hochgeladen. Ein Junge hat Corona und stirbt und will die letzte Runde mit mir spielen. Dasselbe hat C-Max hat auch gesagt, dasselbe sagst du ja jetzt auch und am Ende vielleicht machst du es, vielleicht hältst du dich dran
Oder vielleicht lädst du doch wieder so Mobbing-Videos hoch. Versteht ihr, was ich meine? Weil das, weil keiner kann ihm vertrauen. Man, vielleicht sieht man das, wenn ich in 2 Wochen mal wieder auf seinen Kanal stoße, privat, dann sehe ich das, ob der sich dran gehalten hat, an das, was er jetzt da in diesem Video gesagt hat, oder ob das gelogen ist. Aber weiter geht's. Jetzt hat sich jemand beschwert und es tut mir wirklich leid und diese Videos werden so in diesem Format nicht mehr auf meinem Kanal online kommen. In dem Video ging es nämlich darum, dass ich als No-Skin gespielt habe, also keinen gekauften Skin hatte, kein Geld dafür ausgegeben habe und diese 2 Jungs in dem Video mich mobben sollten, dass ich keinen Skin habe. Am Ende habe ich dann einen sehr seltenen Skin gezeigt und dann mussten die ausrasten und ich habe sozusagen deren Ehre genommen, wie ich auch in meinen Videos immer sage. Und das findet halt meine Community sehr unterhaltsam, aber es war natürlich nicht meine Absicht, dass dann im Endeffekt... Ja, aber schau mal, ich will es nicht nochmal sagen mit YouTube für Kinder. Im Endeffekt jemand, der im Video mitgemacht hat, beleidigt wird. Daraufhin hat Tim Jacken mit der Mutter und dem Sohn einen Discord-Call gehabt. Ich werde den Call komplett zensieren, man hört nur die Stimmen, denn ich will wirklich niemanden schaden, nicht, dass es da irgendwie wieder Probleme gibt. Dann hat er gefragt, wer kann gut schauspielern und hat ein gutes Headset. Dann hat viele Nein gesagt und ich habe gar nichts gesagt, aber dann hat er mich einfach drangenommen und dann habe ich... Hat er mich gefragt, ob das für mich okay ist, dann habe ich erstmal ja gesagt. Hier erklärt der Junge, wie das Ganze entstanden ist, wie ich ihn kontaktiert habe und wie er dann dazu gekommen ist, in meinem Video mitzumachen. Er hat gesagt, dass ich ganz viele in meiner Lobby hatte, viele haben geredet, viele wollten mitmachen, aber seine Stimme hat sich echt passend für das Video angehört. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er auch selbst gesagt hat, ob er in dem Video mit dabei sein möchte, ob er was dagegen hat und er hat gesagt, nein, er hat nichts dagegen, er möchte in dem Video mitmachen. Er hat auch gesagt, dass er erstmal ja gesagt hat. In der kompletten Aufnahme hat er sich nicht beschwert, er hat einfach problemlos mitgemacht, auch nach der... Ja, weil er sich nicht traut. Ich weiß nicht mehr, wie alt er war, vielleicht 9 oder so. Er hat sich einfach nicht getraut, dich anzusprechen. Weil er weiß, egal was ich jetzt sage, du reagierst eh nicht drauf. Du machst eh er hört nicht auf mich. Er macht eh seine scheiß Fake-Sachen. Aufnahme, hat er nichts gesagt und dann kam halt die besorgte Mutter zu... Ja, weil er sich nicht getraut hat. Tim Jacken und hat sich beschwert, aber niemand kam zu mir. Deswegen konnte ich nicht wissen, dass der Junge im Endeffekt doch realisiert hat, dass es nichts für ihn war und er sich nicht dabei wohlgefühlt hat. Und dann am Ende solltet ihr nochmal so tun, als wenn das so krass wäre, was er für Skins hat und ihr sollt beeindruckt tun und sowas, oder? Ja. Auch gut. Und nochmal ganz kurz nebenbei zu dem Interview, zu dem Discord-Call, das du mit dem Jungen geführt hast. Da haben auch einige in die Kommentare geschrieben. Hi Tim, mal wieder ein sehr gutes Video über... Lest es auch selber durch. Eben, dass du das ganze Interview etwas manipuliert hast, deinerseits, indem du den Jungen nur Fragen stellst, die er mit Ja oder Nein beantworten konnte. Ja, wie sollte er denn so Fragen stellen? Wie hättest du denn die Fragen gestellt? Meine Güte, Alter. Hätte ich gern die Sicht von dem Jungen ausführlicher gesehen, aber ja, ist ein bisschen blöd. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Falls ihr übrigens denkt, dass das ein einmaliges Videokonzept von ihm wäre und das nur einmal gemacht hat, lol, das macht er so fucking oft. Ja klar, ich habe viele Videos mit diesem Format hochgeladen, weil sich bis jetzt auch keiner beschwert hatte und ich nicht... Weil sich auch keiner traut, dir was... Weil sich keiner getraut hat, dir zu sagen, dass du damit aufhören sollst, dass du eh auf niemanden gehört hättest. Probleme damit hatte. Jeder war damit einverstanden. Ich sag auch immer am Anfang vom Video, ey, wenn du was dagegen hast, schreib mich an. Ich nehme das Video runter. Aber es ist nie was gekommen. Nie hatte jemand Probleme und die Videos sind gut angekommen. Jetzt, natürlich, war es nicht meine Absicht. Ein Junge wurde beleidigt, hat sich schlecht dabei gefühlt und wollte das Video runterhaben. Geiles Videokonzept auf jeden Fall, Dicker, ne? Kleine Kinder das sagen zu lassen, was sie gar nicht wollen und dann im Internet sogar noch als Mobber darzustellen. Cool. Alles, was ihr quasi gesagt habt, habt ihr nicht gesagt, weil ihr es sagen wolltet, sondern weil... er gesagt hat, ich soll das tun. Ja. Okay, du meinst jetzt, dass ich den Kindern das sagen lasse, was sie gar nicht möchten. Der Junge hat doch zugestimmt. Ich habe gefragt, ob er mitmachen möchte. Er hat ja gesagt. Ich habe gesagt, um was es in dem... Stopp! Jetzt! Jetzt! Wartet mal, Leute. Er hat ja gesagt. Du hast ihn einfach drangenommen.
Ich habe noch das Video im Kopf von dem Tim Jacken. Da hat er gesagt, alle haben Nein gesagt, nur er hat nichts gesagt. Und dann hast du den einfach drangenommen und er hat, und das Kind hat da Ja gesagt, weil es sich nicht getraut hat zu sagen, nee, ich möchte das nicht, weil Kleinkinder scheinen wert 7, 8, 9 oder 10, die trauen sich nichts zu dir zu sagen. Weil du hörst eh nicht auf die. Weil die sind nur die Klicks und die sind nur die Klicks wichtig. Als andere ist dir ja scheißegal gewesen. Oder ist dir jetzt noch scheißegal? Weil niemand hat wir das da auch bei Tim Jacken im Video. Das Kind hat nichts gesagt und du hast ihn trotzdem drangenommen, Mann. Video geht, er war immer noch damit einverstanden, da er dann auch mitgemacht hat. Ja, weil er sich nichts getraut hat, zu dir zu sagen, Mann. Die Aufnahme hat er sehr gut mitgemacht. Klar, am Ende hat er es bereut, das Video ist jetzt offline, aber er hat auch zugestimmt. Ich zwinge keinen, irgendwie zu reden oder mitzumachen. Und im Endeffekt können diese Leute, diese Kinder, auch die Lobby einfach verlassen, mich auf der Freundschaftsliste entfernen. Ich zwinge wirklich keinem zu irgendetwas. Aber von dir wird es halt leider so dargestellt, dass ich diese Kinder dazu zwinge, gegen deren Willen irgendwas... Ich auch, ich hab zwar Flecken abonniert, aber man wird mir auf der Startseite angezeigt und muss sagen, das weiß ich immer da. Ich finde es so eine gequälte Scheiße, wenn ich ehrlich bin. ...was zu tun, was sie nicht machen wollen. Aber meiner Meinung nach bin nicht nur ich schuld, sondern die Eltern von einem Kind haben auch eine gewisse Verantwortung und sollten aufpassen, was sein Kind im Internet macht. Und wie man auch sehen kann, bin nicht nur ich der Meinung, sondern viele Abonnenten von dir haben genau das auch unter deinem Video kommentiert. Deswegen jetzt ein Appell an alle Eltern, passt auf, was eure Kinder im Internet machen. Ich habe jetzt nur ein gestelltes Fortnite-Video aufgenommen, aber andere haben da vielleicht ganz andere Gedanken. Und das Ding ist, Flakes schreckt sogar nicht davor zurück, noch jüngere Kinder in seine Videos mit einzubauen. Hier hat er zum Beispiel ein Video mit einem Kind gemacht, was sich halt Real Talk anhört, als wenn es irgendwie 5 oder 6 Jahre alt wäre. Ey, bei mir backt es, Hilfe! Hä? Was passiert? Ich war hier am Backen. Was, hast du einen Kuchen gebacken? Und diesem vielleicht sogar noch per Definition Kleinkind sagt Flakes, er solle sich im Video zum Affen machen. Wie hier. Oder auch hier. Oder auch hier. Cool. Aber woher willst Tim Jacken und dich jetzt eine Frage, woher willst du jetzt wissen, dass er das zu dem Kind gesagt hat? Was ist, wenn das Kind es einfach so von alleine gemacht hat? Also, wenn Flakes nicht gesagt hat, mach dich bitte zum Affen. Da muss ich Tim Jacken mal ein bisschen kritisieren. Woher will Tim Jacken wissen, ob Flakes zu dem Kind gesagt hat, bitte mach dich zum Affen? Vielleicht hat das Kind es ja auch all von sich aus so gemacht. Woher willst du das denn wissen, Tim Jacken? Cooler Content auf jeden Fall, Flakes. Du wirfst mir jetzt also hier vor, dass ich diesem Jungen, den man gerade gesehen hat, gesagt haben soll, dass er sich extra lächerlich machen soll. Das meinte ich, weil woher will Tim Jacken das wissen? Da gebe ich mal Flakes recht. Nein, das habe ich nicht getan. Er wusste, dass wir ein Video aufnehmen. Er wusste, um was es in dem Video geht. Aber ich habe ihm nicht gesagt, mach irgendwelche Tiergeräusche oder schrei rum, wenn du durch die Luft fliegst. Das hat er von sich aus gemacht. Das ja, eben, das meinte ich. Woher will Tim Jacken das wissen? Es ist ein Kind. Die haben Spaß am Spiel. Er hat halt Faxen gemacht. Er nimmt es nicht so ernst und hat halt die ganze Zeit irgendwelche lustigen Sachen gemacht. Du kannst mir doch nicht sagen, dass ich dem Jungen gesagt habe, mach jetzt irgendwelche Wolfsgeräusche, wenn du einen Wolf siehst. Oder wenn ich dich jetzt hochbooste und du in der Luft bist, schrei bitte rum. Das stimmt, weil da muss man Flex. Weil woher will Tim Jacken das wissen? Aber andererseits... Ich glaube, ich weiß, was Tim Jackens Hintergedanke war. Und zwar, er dachte... Weil er es innen reingeschnitten hat, hat er das gesagt, aber andererseits muss Flakes, also es gibt zwei Seiten, einmal stimme ich Flakes und einmal Tim Jacken. Nein, das habe ich nicht getan, Bro. Das hat er von sich aus getan. Er wollte lustig sein, er war froh, dass er mit mir ein Video aufgenommen hat. Ich finde es auch schade, dass man immer nur die schlechten Dinge in einem sieht. Denn einen Tag später habe ich mit demselben Jungen eine Challenge aufgenommen. Zwei Tage später. Er pro Kill in einem sieht. Denn einen Tag später... Ein Kill... Gleich, ein gratis Skin für 7. Dazu sage ich jetzt nichts. Ich habe mit demselben Jungen eine Challenge aufgenommen, wo er pro Kill einen Skin sich aus dem Shop aussuchen durfte. Und hier könnt ihr jetzt auch sehen, wie ich dem Jungen dann wirklich Dinge für fast 50 Euro aus dem Itemshop geschenkt habe. Geschenk kaufen und verschicken des Geschenks. Die kriegst du natürlich auch. So, was willst du noch? Dein Ernst, du machst mich ja echt noch pleite, okay. Hier,
für dich. Wie viele darf ich noch? Schwarze, violette. Okay, das ist das fünfte. Oh Mann, der arme Junge. Ich habe ihn ja richtig bloßgestellt im Internet. Und nein, Flakes, deine ZuschauerInnen krallen nicht, dass das alles Fake-Content ist und alles gestellt ist. Und das werde ich jetzt auch beweisen. Denn er hatte mal eine Videoreihe mit der YouTuberin Zeno. Jedoch macht diese Zeno jetzt keine YouTube-Videos mehr. Zumindest ist ihr Kanal auf jeden Fall tot. Und was macht man als alter Fortnite-Hase, wenn man Videos mit einer YouTuberin aufdrehen möchte, die aber keinen Bock mehr auf einen hat? Du willst mir also jetzt klar machen, dass die YouTuberin Zeno anscheinend keine Videos mehr mit mir macht, weil sie angeblich keinen Bock auf mich hat? Woher hast du diese Info? Hast du mit Zeno Kontakt aufgenommen? Hast du mit mir Kontakt aufgenommen? Ich weiß ja nicht, woher du diese Info genommen hast. Richtig, man nimmt einfach irgendeine x-beliebige Person, sagt, dass sie ihre Stimme ein bisschen verstellen soll und belügt die Zuschauer einfach, indem man sagt, ey, das ist hier übrigens wieder Zeno, weil das hier ist die Stimme von dieser Zeno. Nein, also, hallo? Und das hier ist die Stimme von dieser Zeno, mit der Flex versucht, ein paar Klicks abzugreifen. Naja, Flexi wollte preußig, geht's halt einfach nicht gut. Digga, WTF. Das ist doch nicht sein Chef ernst. Oha, Tim, du bist ja ein richtiger Hobbydetektiv geworden. Props gehen raus. Aber so war das leider nicht. Du sagst mir nämlich, dass ich eine Fake-Zeno engagiert habe, die echte Zeno ersetzen sollte. Nein, darum ging's gar nicht. Denn hättest du die ganze Story verfolgt... Alle, ich wollte gerade schon wieder sagen, es gibt Flakes raus. Seht ihr mal, was er mit den Zuschauern macht? Er will die dazu bringen, auf seiner Seite zu stehen. Ich bin trotzdem auf der merken Seite. Hättest du gecheckt, Mann, um was es geht, denn ich habe in der Story keinen Kontakt mehr zu Zeno gehabt. Und deswegen hat sich eine Fake-Zeno einen Fake-Account erstellt und mich sozusagen kontaktiert und wollte mich in diesem Video verarschen und so tun, als wäre sie die echte Zeno. Das war auch nur ein einmaliges Video. Ich hatte nicht mal vor, mit ihr die komplette Story weiterzuführen. Nein, das war es nicht. Und das haben natürlich auch meine Zuschauer gecheckt, denn ich habe in den Videos öfters nachgefragt. Leute, was denkt ihr? Ist das die echte Zeno? Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Irgendwas ist da faul. Hä, Leute, hört ihr das? Wie sie stottert? Und wie komisch sich ihre Stimme verändert? Kann es sein, dass da irgendjemand aus der Community Zeno faken möchte? Denn es war ja offensichtlich, dass es nicht die echte Zeno war. Denn es war nämlich ein 14-jähriger Junge in dem Video, der seine Stimme verstellt hat. Ey, kein Plan, was ich jetzt falsch sagen soll. Wäre auf jeden Fall cool, wenn du dieses Video hier löschen könntest, weil eins der minderjährigen Kinder, was im Video ist, das halt eben nicht online haben möchte. Du willst auf jeden Fall, dass das Video wieder runterkommt, oder? Ja. Wie gesagt, ich kann es nicht rückgängig machen. Ich entschuldige mich jetzt nochmal. Es tut mir wirklich leid. Das Video habe ich ja auch direkt runtergenommen, nachdem ich dein Video gesehen habe. Er hat auch gesagt, er spielt nochmal mit uns und gibt uns einen Skin und so. Was ich aber nicht glaube, weil er das sowieso nicht macht. Weil er sagt immer morgen und morgen. Jeder Mensch macht mal Fehler und ich sehe meinen Fehler auch ein. Hier habe ich dem Jungen versprochen, dass ich mit ihm nochmal zocken werde und ihm auch was aus dem Itemshop schenken werde. Wenn du das wirklich noch möchtest, können wir das gerne machen. Dann kann ich mich auch nochmal bei dir persönlich entschuldigen. Privat einfach eine Runde zocken, ohne Aufnahme. Ich würde mich dann auch gern persönlich bei deiner Mutter entschuldigen. Es tut mir wirklich leid und es wird auch nicht mehr passieren. Und ja, das war jetzt sozusagen mein Statement zu dem Video von Tim Jagden. Ich denke, ich habe alles gesagt, was mir auf dem Herzen liegt. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem nächsten Video. Haut rein, euer Flakes. Was sagen denn die Kommentare? Gucken. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, was das mit diesem Video? Dann kommt heute halt mal 3 Videos online. Dann 2 Reaktion-Videos und ein Gaming-Video, Leute. Dann folgt mir gerne alle auf Instagram, wenn ihr das wollt. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne diesen Kanal. Also meinen Kanal kostenlos. Und aktiviert gerne auch die Galle-Glocke. Link zu diesem Video findet ihr leider in der Stream-Beschreibung. Warum leider? Weil... Okay, das leider nehme ich zurück. Link zu diesem Video findet ihr definitiv in dieser Beschreibung verlinkt und schaut auf meinen Discord-Server, alle Links unten in den Kommentarenbereich. Alle Links meinte ich in der Videobeschreibung und haut da rein. Lasst gerne bei dem nächsten Video auch ein. Alles da. Das ist alles, was ich bei der Triffin Army Kuss geht. Nämlich jetzt sofort raus mit euch. Aber. Sag jetzt, tschüss, wird es gehen? Oder hab ich noch was? Nee, tschüss!
Ich bin der Welt.